Das ist unsere Schule, das Humboldt-Gymnasium in Eichwalde, 30 Kilometer südöstlich von Berlin entfernt. Und das sind wir, Schüler und Lehrer des Lebensgestaltung, Ethik, Religionsunterricht der Klasse 7b. Unsere Schule ist eine Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und das seit 2010. In diesem Jahr 2013 nehmen wir teil an dem Wettbewerb der Konrad-Adenauer-Stiftung Jüdisches Leben heute und insbesondere werden wir uns in Berlin also mit den tatsächlichen Lebensbedingungen der jüdischen Mitbürger beschäftigen. Aber erst einmal die Theorie. Wir machen uns mit den Kameras und Mikrofonen vertraut, denn alles soll dokumentiert werden. Jeder von uns hat sich ein Thema herausgesucht, recherchiert und Fragen zum Alltag vorbereitet. Hallo, ich bin Vincent Lüttke und bin 12 Jahre alt. Ich interessiere mich besonders für die Stolpersteine und die Orte des Erinnerns. Und ich bin der Max, bin ebenfalls 12 Jahre alt und ich möchte gerne erfahren, was koscheres Essen ist und wo es hergestellt wird. Hallo, ich bin Gordon, bin auch 12 Jahre alt. Die jüdische Kultur und die jüdische Musik im heutigen Berlin interessieren mich besonders. Hallo, ich bin Laura. Ich war letztes Jahr in Israel und betreue jetzt die Gruppe zum Kreativwettbewerb. Ich habe viele Orte rausgesucht in Berlin, auf Internetseiten recherchiert und werde dann auch zum Ende des Schuljahres mit Frau Kleen eine Projektwoche gestalten zum Thema jüdisches Leben in Berlin. Wir fahren nicht zu den touristischen Attraktionen der Stadt, wie dem Zentrum Judaicum, dem Stelenfeld oder dem Jüdischen Museum, denn wir haben zum Glück einen Klezmer-Musiker ausfindig gemacht, der uns sein Berlin zeigen möchte. Am Bayerischen Platz in dem ehemaligen jüdischen intellektuellen Viertel Schönebergs treffen wir den Klezmer-König von Berlin, Josef Grofenberg. Vincent hat sich vorbereitet und erklärt uns einiges zum Ort des Erinnerns. Wir sind hier im Bayerischen Viertel und das erinnert an die Ausgrenzung und Entrechtung, Vertreibung, Deportation und Ermordung von Berliner Juden in den Jahren von 1933 bis 1945. Versteckte Botschaften, die an die Ermordung und Verschleppung erinnern sollen, sind vor den Wohnhäusern der Vertriebenen angebracht. Keine große Gedenkstätte, viele kleine Signale, die die Opfer nicht zu Nummern werden lassen, sondern ihnen ihren Namen zurückgeben. Das Knien vor den sogenannten Stolpersteinen ist eine Geste der Verbeugung. Im Bayerischen Viertel sind uns Schilder aufgefallen. Vorne ein Bild, hinten ein Text, der die schrittweise Entrechtung im Alltag jüdischer Mitbürger zeigt. 80 Schilder gibt es, erklärt uns Josef. Eines aus dem Jahre 1933 stimmt den Chorleiter besonders nachdenklich. Juden werden aus Gesangsvereinen ausgeschlossen. Heute nimmt er uns mit zu einem Konzert in den Traditionsclub Masoret. Die Juden, die aus der ehemaligen Sowjetunion ausgewandert sind, erfreuen sich an den Klängen ihrer Heimat und sind begeistert. Denn der Chor, der aus 25 Juden und Nichtjuden besteht, singt in Jiddisch, in der Sprache der osteuropäischen Juden. Müssen Sie die jiddische Sprache auch noch lernen? Ja, das müssen wir auf jeden Fall, denn wir reden ja normalerweise nicht Jiddisch. Und das muss man lernen wie eine Fremdsprache, wie jede Fremdsprache, obwohl es große Ähnlichkeiten gibt auch zwischen Deutsch und Jiddisch, weil es ursprünglich mal aus dem Mittelhochdeutschen entstanden ist. Ja, das Jiddische ist schon was ganz Besonderes. Das ist ja eine Sprache, die heute gar nicht mehr so viel gesprochen wird oder kaum noch. Und die Melodien sind eigentlich auch vergessen, mehr oder weniger. Und wir möchten gerne diese kulturelle Botschaft aus einer vergangenen Zeit heutigen Hörern auch nahebringen. Grofenberg und Chor ist auch in Europa bekannt. Er tritt in Litauen, Belgien und Polen auf. Die jüdischen Lieder erzählen Geschichten voller Melancholie und Lebenslust. Wie das Leben selber, sagt Josef. Freude und Trauer vermischt. Nach dem Konzert treffe ich Josef vor dem Gemeindehaus am Mahnmal, das an die KZ-Standorte in Europa erinnert. Er hat eine Überraschung. Wohin es geht, verrät er nicht. Ein Straßenfest. Viele junge Juden. Sie feiern Lackbaumer. Was bedeutet das? Der Rabbiner erklärt es mir. Heute ist der Feiertag von Lag BaOmer. Lag BaOmer ist das Fest von der jüdischen Einigkeit. Alle Menschen, wir zeigen, dass alle Menschen eins sind. Wir sind alle zusammen und wir sind alle eins. Hier in der Nähe gibt es eine Schule. In welcher Sprache wird hier unterrichtet und was lernen die Kinder? In der Schule wird unterrichtet in Deutsch. Und die Kinder lernen alle allgemeine Fächer, was es in jeder Schule gibt. Und dazu lernen auch über
Hebräisch, über Judentum, über Religion. Rabbiner Teichter sagt, die größte Herausforderung, vor der das Judentum im Allgemeinen heute steht, ist die Erziehung der jungen Generation so, dass sie die grundlegenden Kenntnisse des Judentums erhalten. Mich hat er eingeladen, einen Blick in die Synagoge in der Münsterschen Straße zu werfen. Auf dem Weg zum koscheren Lebensmittelladen weist uns eine Passantin auf weitere Denkmäler in einer Nebenstraße hin. Hier stand früher eine Synagoge. In der Nähe ist eine Grundschule. Ziegelsteine mit Namen und Lebensdaten der jüdischen Opfer. Überall in Berlin entdecken wir nun kleine Orte, die mit der Geschichte in Verbindung stehen. Ich denke an Anne Frank, wann sie geboren wurde und wann sie gestorben ist. Josef Gofenberg ist Vollblutmusiker und Lehrer an der Musikschule Mitte. Die Bandmitglieder der Gruppe Klettenmärchen stehen eigentlich fest im Berufsleben. In ihrer Freizeit proben sie für einen weiteren Auftritt. In Kürze haben wir einen großen Auftritt am Wittenbergplatz, und zwar Israeltag. Wir werden für ein großes Publikum spielen. Das Erkunden macht hungrig. Max führt uns zum Plätze, dem israelischen Lebensmittelladen gegenüber vom KDW. Hallo, schönen Abend. Bitte schön, kommen Sie rein. Wir durchstöbern den Laden. Der Besitzer ist sehr nett und lässt uns sogar Sachen probieren. Auf jeder Packung ist ein Siegel, das die koschere Herstellung garantiert. Die strenggläubigen Juden dürfen nur diese Produkte essen. Außerdem sind viele Artikel zweisprachig bedruckt. Hebräisch ist immer dabei. Kaufen hier nur Leute jüdischen Glaubens ein? Wir kaufen nicht nur Juden. Viele, die haben Interesse und neugierig zu wissen, was koscher ist. In Deutschland im Moment ist bei der Entwicklung, kann man doch sagen, aber produzieren in vielen Gemeinden in Europa, zum Beispiel jüdische Gemeinden, in Frankreich, in London, in Antwerpen. Und die Produkte, was ich habe hier, sind die meisten aus Israel. Was ist koscheres Essen? Und Fleisch mit Milch. Mischen wir nicht zusammen, muss getrennt sein, entweder milchig oder fleischig. Wenn ich genieße zum Beispiel eine Mahlzeit mit Fleisch und danach will ich ein Stück Kuchen haben, ich darf nicht Milch mit Fleisch mischen. Also muss der Abstand zwischen allen Gerichten, die Milch enthalten, zu denen die Fleisch enthalten, mindestens 3 Stunden sein. Das ist wirklich nicht einfach. Wir nehmen uns koschere Gummibärchen und Cracker mit. Die probieren wir auf dem Rückweg. Das Bleibergs in Berlin ist nicht nur ein Café. Manuela Bleiberg beliefert Organisationen und Stiftungen mit koscheren Menüs. Sogar das Ritz-Carlton und das Kanzleramt und Botschaften gehören zu ihren Kunden. Und welche Kunden kommen ins Café? Auch nicht-jüdische Kunden kommen auch unsere Brötchen, unseren Kuchen kaufen, weil der ist vegan. Der ist nicht nur koscher, sondern auch vegan. Und wir haben am Freitag die Zöpfe, die am Schabbat gegessen werden. Apfelstrudel, Hamantaschen gehören zu den Lieblingsspeisen der Gäste. Neben dem Chanukka-Stollen gibt es süße, koschere Pfannkuchen, die Sofganjot, aber leider nur für kurze Zeit im Winter. Man kann ein koscheres Kaffee nur machen, wenn man ein Zertifikat von einem anerkannten Rabbiner hat. Und Rabbiner Ehrenberg kommt immer wieder mehrmals die Woche auf Stippvisite hier vorbei und prüft alles. Bei uns ist halt die Trennung von Milch und Fleisch ganz wichtig. Man darf nicht milchig und fleischig im selben Geschirr haben. Und um das hier im Restaurant machen zu können, müssten wir 2 Küchen und 2 Speisesäle haben. Das schmackhafte Käseangebot von Gouda, Edamer über Havarti und Emmentaler kommt alles aus Dänemark. Also wir haben hier 1 bis 2 Mal im Monat Klezmermusik, meistens mit Klezmer Chidesh. Und wir haben natürlich jüdisches und nicht-jüdisches Publikum, die sich alle sehr wohlfühlen hier. Klezmer Chidesh, das sind Josef, Igor und Marek. Die Profimusiker unter der Leitung von Josef mixen klassische Elemente der Klezmermusik mit fetzigen Jazzrhythmen. Das kommt beim Publikum an.
Klezmer ist ein hebräisches Wort und bedeutet Instrumentalmusikanten. Und Jiddisch hat zwei Bedeutungen, Wunder oder Überraschung. Ich denke, dass die Musik, die wir spielen, ist eine Wunder. Akkordeon ist mein Lieblingsinstrument. Als ich 6 Jahre alt war und lag im Bett ganz krank, da kam dann mein Vater nach Hause und hat mir ein kleines Akkordeon mitgebracht. Und ich bin sofort aufgestanden und sagte, Papi, ich möchte spielen. Er sagte, aber du bist krank. Sag ich, nein, aber sofort bin ich gesund. Was wir heute gesehen haben, ist ein kleiner Ausschnitt aus dem vielfältigen Alltag des jüdischen Berlins heute. Ca. 26.000 Juden leben hier. Nicht alle sind Mitglieder jüdischer Gemeinden, aber bestimmt haben sie alle Geschichten zu erzählen, die es zu entdecken gibt. Für unsere Projektwoche werden wir uns bald wieder auf den Weg machen. Jüdisches Leben heute. Bestimmt entdeckenswert. Mir hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele sehr nette Leute kennengelernt. Mir hat an diesem Tag am besten der jüdische Laden gefallen. Besonders interessant waren die Plakate, auf denen gezeigt wurde, welche Rechte den Juden entzogen wurden. Ich bin sehr froh, dass Juden heute wieder in Chören singen und ihre Kletschmer-Musik spielen dürfen. Im Café Bleibergs war es auch nicht schlecht. Vor allem die Stolpersteine. Sie sind ein tolles Projekt von Günter Demling. Besonders beeindruckt war ich von der jüdischen Musik, den jüdischen Liedern und der Lebensfreude der heutigen Juden. Es war nur ein bisschen lang und auch anstrengend. Leider ging es viel zu schnell vorbei. Das war das einzige Blöde am Tag. Andauernd die Kamera mitzuschleppen war zwar stressig, doch am Ende des Tages hatte ich echt viel Spaß. Dankeschön, liebe Damen und Herren. Shalom!